Hallöchen, ihr seht hier gerade einen Aufbau. Das ist so ein bisschen was Nachgebasteltes von dem Elektronik. Das ist das RI-Meter. Ich musste, weil ich ihn nicht anders habe und ich bestellen wollte, den LM358 oder was das hier ist, in SMD auf THT umbasteln. Dann seht ihr da schon Widerstände in SMD in Reihe und ja. Hier ist auch noch ein bisschen was und das geht so und das hier unten eigentlich soweit nicht beachten. Das hier ist mein Atmega 328P, der ist für den Arduino gedacht. In dem Falle den hier, das ist aber der gescheite Arduino, ist aber egal, funktioniert genauso gut. Oder funktioniert genauso, hat nur mehr Funktionen und hat auch eine Firmware mit drauf. So, ich wollte das nachbauen, dieses RI-Meter von dem Elektronik. Er benutzt den Atmega 88. Ich habe hier aber nur den Atmega 168P und den hier unten den Atmega 328P. Pin-out beider ICs ist identisch zum Atmega 88. Der Atmega 168P ist sogar noch stromsparender, so wie ich das jetzt rausgelesen habe aus dem Datenblatt. Und hat halt ein bisschen mehr Speicher, ist aber völlig kompatibel dazu. So, und Elektronik, ich hatte dir auch mal eine E-Mail geschrieben, weil ich hatte da ein Problem, aber ich habe bin dem Problem schon auf den Weg gekommen. Es funktioniert jetzt hier auch so halbwegs. Ich kann mal hier, ich habe leider kein anderes Display. Einmal kurz Batterie, Akku, RI-Meter, Betriebsspannung, kein Strom, bla bla bla, wissen wir. Wenn ich jetzt hier Batterie messe, ich habe mit einem Netzgerät gemacht. Ich kann das jetzt schlecht machen, weil ich hier mit Handy filme. Wenn ich jetzt an die Messleitung hier unten, das ist eine 4-Draht-Messleitung, genau 1,2 Volt anlege, mess ich 0,98 irgendwas Volt. Ist wahrscheinlich mit dem ADC, Spannung was zu tun, mit den Widerstandswerten, mit den Abweichungen und so weiter und so weiter. Strommäßig bin ich mir nicht ganz sicher. Strom mache ich jetzt gerade hier über diese Widerstände, das sind 3x1 Ohm. Ich kann nicht so weit runter messen, ich kann nicht in Milliohm messen. So wie du das bei dir angegeben hattest mit 270 Milliohm. Da müsste ich irgendwie einen Draht kaufen, so einen Widerstandsdraht, ob ich das damit machen kann. Aber ich habe nichts zu messen. Müsste ich mir eine Stromspannungsmessgeschichte für ausdenken, dass ich das ausmessen kann. Mit dem Display. Ich möchte nicht das nehmen. Ich habe auch kein anderes funktionierendes. Wo habe ich das denn? Ich habe doch hier eins gehabt. Ach so, hier. Du hast ja ein anderes, ein 16x2 Display genommen. So eins. Das hier oben ist ein 20x4. Ich habe bloß so ein Display nicht. Das hier, was ich hier hatte, da war ein I2C-Bus mit dran. Das hier ist aber Elektroschrott jetzt. Ne? Das funktioniert nicht mehr. Ich habe noch so ein 16-Dings, 16x2 Display rumliegen. Beziehungsweise nicht rumliegen. Es ist verbaut in meinem Ladegerät. Und das will ich da nicht unbedingt rausnehmen. So, hier unten, das solltet ihr ja nicht beachten. Und zwar, ich habe hier noch ein Display. Das hat mir kein Euro. Das hat mir nicht mal ein Euro gekostet. Das gab es bei Pollin. Das ist ein, sag schnell, ein 16x3 Display. Also ein LC-Display. 16x3. Dock M irgendwie was. Wird ein bisschen anders beschalten, im Grunde aber das gleiche wie bei dem anderen Parallel-Device hier mit Parallelanschluss. Dasselbe Vorteil ist aber, hier kann ich den Kontrast direkt über die Software steuern. Und LEDs sind hier unten die zwei Pins, beziehungsweise da gibt es noch eine Platine, wo die LED mit drauf ist, die kommt mit unter.
Das funktioniert auch. Das hat mich ein bisschen Zeit gekostet, das zum Laufen zu kriegen, weil die Libraries, die ich dafür habe, manche gehen nicht. Aber es funktioniert. Ich hätte gerne das. Problem ist aber, programmiert ist der ganze Krimskrams in Bascom. Ja, Bascom schön und gut. Ich habe das jetzt auch so weit hingekriegt, dass ich da den IC von mir da reingekriegt habe. Ich habe das jetzt auch den Fehler gefunden, weil ich hatte dir die E-Mail geschrieben, Elektronik, warum ich hier nur Hieroglyphen kriege. Und zwar auch beim Abspeichern. Wenn ich jetzt umschreibe, IC sowieso soll das sein und ich speichere das ab, hatte das auf dem alten IC, dem Atmega 88 gemacht. Da habe ich hier gesessen mit Arduino als Programmierer, dann ein USB-ASP als Programmierer, ein My Smart USB Lite AVR-ISP Programmierer, dann dem hier als Programmierer. Es hat nachher irgendwann hat's hingehauen, da habe ich im Bascom das so hingekriegt, dass ich das soweit umgeschrieben gekriegt habe, beziehungsweise gespeichert gekriegt habe, dass ich das auf den IC genauso raufkriege, wie ich soll. Bascom schreibt mir nicht das IC. Ich muss es wirklich über die Hex-Datei machen. Dann hatte ich gedacht, ich mache das vielleicht fürs Nachbasteln einfacher für die Arduino IDE. Ist für mich eigentlich auch einfacher wegen dem LCD hier, weil ich habe die Library dafür für die Arduino IDE. Wie ich das Ganze in Bascom reinkriege, keine Ahnung. Und ich habe auch noch gar keine Ahnung, wie ich das in Arduino IDE programmiere. Ich hätte gerne dieses LCD da drinnen, aber ich weiß nicht, wie ich in Bascom das da reinschreiben muss. Ich habe davon absolut keine Ahnung. Ich möchte mich auch nicht mit Bascom so auseinandersetzen, dass ich das alles kann. Mir reicht die Arduino IDE, da kann ich auch noch nicht alles. Ich habe schon bei der Bascom-Datei geschaut. Ich müsste jetzt hier irgendwie die Spannung anpassen, den Offset. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, Elektronik, mit dem Offset, wo man das da angibt. Es wäre nett, wenn du mir mal eine E-Mail schreiben könntest. Meine E-Mail-Adresse findest du in der Kanalinfo, nicht in der Beschreibung. Musst du auf Kanalinfo gehen, da ist meine E-Mail-Adresse hinterlegt, so wie bei dir auch hinterlegt ist. Wäre nett, wenn du mir das da mal sagst. Also mit der Arduino IDE, das Projekt habe ich erstmal verworfen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht das Display hier benutzen. Ich werde mir nochmal so ein 16x2 Display besorgen und dann werde ich das benutzen, ist egal. Vorteil wäre nur von dem, das ist sehr viel stromsparender als dieses Riesending. Das Ding zieht hier, die ganze Schaltung zieht am Netzteil knapp 200 mA. Das saugt den Akku ganz schön doll leer oder die Batterie. So, und jetzt müsste ich nur noch hinkriegen, dass der ADC die Batteriespannung richtig misst. Wenn ich jetzt von ausgehe, was ich soweit gesehen habe, dass ich jetzt hier gerade mit 700 und ein bisschen Milliampere den Akku belaste, müsste ich jetzt auch wissen, wie ich das vielleicht in Bascom umschreibe, dass er das mit 700 Milliampere misst. Weil mit 1 Ampere ist es ja relativ einfach. Ich messe die Batteriespannung unbelastet, ich messe die Batteriespannung belastet bei 1 Ampere. Die Differenz ist gleich der Innenwiderstand. Da brauche ich nicht nochmal umrechnen mit der Formel R ist gleich U durch I, weil Spannung, sagen wir Differenz von 125 Millivolt durch 1, also 1 Ampere, sind 125 Milliohm. Da brauche ich nicht viel rechnen, da braucht ihr das Programm nicht viel machen. Aber mache ich das mit 700 Milliampere, muss es rechnen können. Ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt so möglich ist. Elektronik wäre nett, wenn du mir da mal eine E-Mail schreiben könntest, wie ich das in Bascom zumindest angeben kann. Denk aber dran, ich habe von Bascom im Grunde absolut keine Ahnung. Ich weiß nichts über die Befehle, die da drinne stehen.
Ich habe auch schon in einem Forum gefragt wegen, glaube, drei Zeilen in deinem Programm. Da hat man mir erstmal erklärt, da brauche ich mich gar nicht drum kümmern, dass es bei Arduino IDE einfach nur analog read und das war's. In Bascom ist das irgendwie mit dem ADC komplett anders, wie auch immer das da funktioniert. Wie gesagt, denk dran, ich habe davon absolut keine Ahnung. Ich müsste einfach nur mal wissen, wo ich den Offset einstelle. Ich habe zwar was gesehen mit Offset, nur ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Ich kann es in der Zwischenzeit mal ausprobieren, ob ich das damit irgendwie hinkriege, dass er das vielleicht dann richtig misst, weil auch die Eingangsspannung, die Batterie hier ist nagelneu. Jetzt macht er wieder nichts. Nö, was ist denn nun? Macht er nicht. Irgendwie scheint hier gerade wieder was nicht hinzuhauen. Guck mal hier. Plus, minus. Nehmen wir noch eine Batteriespannung ran. Ja. 7,84 Volt über den Spannungsteiler. Passt nicht. Die Batterie hat 8,99 Volt. Ja, die Spannung misst da auch nicht richtig. Die Spannung über den, wo sind wir denn da? Dem Spannungsteiler hier. 100K, 1K über 9 Volt und Masse auf den ADC-Eingang. Hier ist 9 Volt Eingang, hier ist ein 5 Volt Regler. Hier unten die Schiene ist 9 Volt, die obere Schiene ist 5 Volt und ganz oben ist auch wieder 5 Volt. Also, das müsste ich mal wissen, wie ich das hinkriege, weil ja die Spannung, zumindest bei der Spannung hier, wie ich da vielleicht ein Offset eingestellt kriege von der Batteriespannung. Keine Ahnung. Gut, ich will es zu lang werden lassen, das Video. Das ist schon wieder ziemlich lang. Ja, das ist das Projekt, was ich hier vorhabe. Das kann ich euch heute zeigen, weil gestern Abend sind noch die Pressboards hier gekommen. Die habe ich am Freitag bestellt und am Samstag sind sie gekommen. Die sollen eigentlich Montag kommen. Hat mich gefreut, weil ich habe nur dieses kleine Teil hier mal angelegt. Da das bisschen. Ich hatte nicht genug Platz. Und ich brauchte mehr Platz. Da habe ich mir dann drei Stück bestellt, gleich mit ganzen Kabelset dazu. Hier so ein Dings. 120 Stück. Männlich-weiblich, männlich-männlich und weiblich-weiblich. Immer 40 Stück. Dass ich dann auch mal ein bisschen was habe. Sonst kann ich ja hier nichts machen. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich nochmal, weil das nicht so schön ist, diese ganzen Brücken hier, das ist kein normaler, ja, Kupferdraht oder sowas. Von wegen, das ist Silberdraht. Ich habe hier eine Rolle Silberdraht, die habe ich noch aus dem Wohnungsbrand noch gerettet. Die Scheiße ist sauteuer, das ist reines Silber, die Rolle. Das ist eigentlich reines Silber und das möchte ich nicht so verarsen, aber hier auch mal zum Testen wollte ich es machen. Solche fertigen Brücken kriegt man ja zu kaufen in China, dauert bloß länger. Ich habe schon überlegt, eine Rolle Klingeldraht müsste auch hinhauen. Da kann ich mir ja auch Stücke wegschneiden, ist günstiger, als wenn ich hier Silberdraht nehmen. Silberdraht ist schweineteuer, aber eben das Beste für Spannung leiten auf sag schnell Lochraster, um Verbindung zu machen. Dafür ist Silberdraht wirklich hervorragend. Oder Kupferlackdraht. Eins von beiden, aber Silberdraht, wenn man es hat, dann nimmt man das. Gut, soll es jetzt erstmal sein. Elektronik, ich hoffe, du meldest dich. Vielleicht hat noch ein anderer eine Idee. Ich werde das Video von Elektronik werde ich oben in der, wo sind wir denn, da so oben, da so in der Infokarte oben mal verlinken. Unter seinem Video findet ihr auch die Dateien. Das ist einmal die Bascom-Datei und die Hex-Datei, das Original. Wenn einer da vielleicht fit drin ist, dass er da mal reinschaut, weil das Programm selber zeige ich jetzt hier nicht. Guckt bitte bei Elektronik. Also wie gesagt, ich verlinke es auch nochmal unten im Video, in der Beschreibung.
Falls da einer was weiß, kann er jetzt noch mal gerne sagen. Okay, danke fürs Zugucken und wenn das Ding final ist, ich will es ja auch final aufbauen, werde ich davon noch mal ein Video machen. Okay. Achso, Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ich hatte ja hier die ganzen Akkus gefunden. Hier, die. Die wollte ich nämlich gerne messen. Ich kann es mit einem Multimeter machen und definierten Widerstand und Strom und bla und müsste aber immer selber rechnen. Und wenn es so ein Programm gibt, sage ich schon, wenn es so ein Projekt gibt, warum nicht nachbauen? Gut, dann danke fürs fürs Zuschauen und vielleicht baut es ja noch einer nach. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.